Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Wie gelingt nach längerer Krankheitsphase der Wiedereinstieg in den Beruf? Das ist eine Frage, die natürlich viele Betroffene umtreibt, womöglich sogar belastet. Und wir versuchen heute in der digitalen Sprechstunde ein paar Antworten auf diese Frage zu geben. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen Gast, der sich logischerweise mit dem Thema auskennt. Jan-Ole Schumacher ist heute bei mir. Er ist Leiter der Ergotherapie am Zentrum für seelische Gesundheit am Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Herr Schumacher, Sie sagen, der berufliche Wiedereinstieg nach längerer Krankheit, der sollte eigentlich schon mit dem ersten Behandlungstag beginnen. Jetzt könnte man laienhaft sagen, nun ja, da gibt es ja vielleicht erstmal ein paar andere körperliche Probleme, die angegangen werden müssen. Selbstverständlich. Es gibt körperliche Probleme, es gibt auch psychische Probleme. Und was ich damit meine, wenn ich das so ein bisschen drastisch formuliere, heißt, man sollte die Gelegenheit nicht versäumen, so früh wie möglich zu klären, ist der Patient in einem Arbeitsverhältnis? Wie sieht es da aus? Gibt es Arbeitsplatzprobleme oder Konflikte, die frühzeitig mitbehandelt oder mitbetrachtet werden sollten? Nicht, dass man dann am Ende sozusagen keine Zeit mehr hat, diese Dinge anzuschauen, eine symptomatische Verbesserung erreicht hat, aber eigentlich ja, eine Ursache immer noch weiter besteht. Das heißt, dass man eventuell die Symptome eben lindert oder die komplett verschwunden sind, aber man dann vielleicht irgendwie nach Wochen, Monaten feststellt, naja, Mobbing am Arbeitsplatz beispielsweise ist vielleicht eine Ursache für den schlechten Zustand des Patienten. Richtig. Und man kann das auch noch ein bisschen allgemeiner formulieren. Es gibt ja den Anspruch in Deutschland auf ein betriebliches Eingliederungsmanagement. Also die Arbeitgeber werden so ein bisschen in eine Verantwortung genommen, sich auch mit drum zu kümmern, wenn jemand längere Zeit erkrankt ist. Und nicht selten ist es schon mal passiert, dass Patienten auch irritiert davon sind, wenn plötzlich der Arbeitgeber Kontakt aufnimmt, vielleicht einen Brief schickt und um ein Gespräch bittet. Das kann viele verunsichern, auch wenn das einfach... Dass sie denken, oh Gott, ich verliere meinen Job im schlimmsten Fall. Ganz genau, ganz genau. Und wissen einfach nicht drum, dass das BEM was ist, was sie unterstützen soll. BEM, genau, dass es eigentlich was Positives erstmal ist, dass der Arbeitgeber wissen will, wie können wir schrittweise wieder sie zurückholen. Ganz genau. Ins Büro oder an den Arbeitsplatz. Sie sagen gerade längeres Ausfallen, das können wir vielleicht mal ein bisschen präzisieren. Das heißt, welche Patienten behandeln Sie? Was sind die Krankheitsbilder, mit denen Sie zu tun haben? Und wie lange sind die Patienten im Schnitt tatsächlich raus? Sprechen wir von 6 Wochen oder eher von 6 Monaten? Dann sprechen wir eher von 6 Monaten. Ich würde es aber nicht so einfach formulieren. Also psychische Erkrankungen haben häufig auch eine Prodromalphase. Das heißt, es gibt schon Ausfallzeiten, die können schon 2 Jahre her sein, aber haben schon etwas mit der Psyche zu tun. Und eigentlich erst, wenn der Totalausfall irgendwann kommt, bringt man das alles wieder in einen Topf und merkt, okay, es gab eine längere Entwicklung, die ursächlich war. Und man muss ansonsten sagen, wir haben schon Patienten, die im Schnitt sowas wie 140 Tage etwa gerade ausgefallen sind. Also sind schon sehr langfristige Erkrankungen, die da eine Rolle spielen. Ja, und was sind die häufigsten Krankheitsbilder, mit denen Sie zu tun haben? Sind es Depressionen? Sind es Angststörungen? Ja. Das geht ja manchmal auch ineinander über. Was ist das? Korrekt, das geht ineinander über. Das sind hauptsächlich Depressionen. Vielleicht als kleinen Ausblick schon mal, wir kommen bestimmt noch auf unsere Studie kurz zu sprechen, aber das ist ganz klar, wir haben zwischen 70% und 80% Patienten mit einer Depression. Dann auch der überwiegende Teil mit schweren Episoden. Entweder als einmalige Depression oder als rezidivierende depressive Störung. Und wie Sie es gesagt haben, häufig gibt es Komorbiditäten. Also es gibt noch eine Angststörung, es gibt vielleicht auch eine Persönlichkeitsstörung, die steht aber gerade nicht so im Vordergrund bei der Primärdiagnostik wie die Depression. Wie viele Patienten behandeln Sie ganz konkret in Harburg? Kann man das mal sagen, so dass Sie... dass man mal einen Überblick hat? Das ist schwer zu sagen. Mhm. Es schwankt ein bisschen. Es gibt jetzt auch Corona-Verwürfnisse, muss man so ein bisschen sagen. Also die Pandemie hat schon den Patienten es schwerer gemacht, wieder in Arbeit zurückzukehren. Ich glaube, es gibt auch eine große Verunsicherung. Wenn Sie jetzt fragen, wie viele Patienten wir behandeln, meinen Sie dann insgesamt Patienten bei uns in der Abteilung? Oder ja, in der Abteilung. Konkret Menschen mit Arbeitsplatz. Vielleicht in der Abteilung, aber auch konkret, weil wir ja sprechen über den Wiedereinstieg. Wie viele haben Sie da konkret, die Sie begleiten, betreuen, wenn es darum geht, ich gehe zurück ins Büro? Mhm. Wir haben jetzt bei unserer Studienrekrutierung es geschafft, 180 Patienten etwa zu rekrutieren. Und ich würde so grob schätzen, wir haben von denen, die ein Arbeitsverhältnis haben, ein Drittel etwa für die Studie gewinnen können. Mhm. Okay. Also sagen wir sowas wie 500 550 Menschen sind das innerhalb von einem Jahr. Ja,
Okay. Und wenn Sie jetzt sagen, stufenweiser Einstieg ist ja sozusagen das Mittel der Wahl, das hat man ja auch schon mal gehört nach einer langen Abstinenz. Wie funktioniert das? Was heißt das? Mit wie vielen Stunden beginnt man? Gibt es da so ein Korsett oder ist das sehr individuell, wie ich wieder zurückkehre? Okay. Die stufenweise Wiedereingliederung, die Sie ansprechen, die ist eigentlich der goldene Weg für eine Rückkehr an den Arbeitsplatz. Das muss man ganz klar sagen. Für mein Empfinden muss man aber gleichberechtigterweise betrachten das betriebliche Eingliederungsmanagement, wenn der Arbeitgeber ein solches anbietet. Mhm. Das betriebliche Eingliederungsmanagement ist ein Prozess, den der Arbeitgeber dem Patienten, dem Rückkehrer, dem Angestellten anbietet, um möglichst breit flankierend, wie ein Korsett, zu schauen, was können wir als Arbeitgeber alles tun, was kann auch der Rückkehrer noch tun, damit die Rückkehr möglichst gut gelingt. Ja. Die stufenweise Wiedereingliederung ist eine ganz konkrete Maßnahme, die dann beginnen sollte, wenn jemand sagt, ich fühle mich jetzt wieder in der Lage, wenigstens einen Teil meiner Arbeit aufzunehmen. Ja. Und da gibt es keine Zauberformel, wie das stattfinden sollte, sondern das ist hochindividuell. Also da muss jeder Behandler mit dem Rückkehrer gut drüber sprechen. Und was wichtig ist, man erstellt einen Plan. Aha. Dieser Plan ist aber nicht in Stein gemeißelt, sondern man muss und soll den Plan auch regelmäßig überprüfen und schauen, ist es gerade passig, ist es stimmig, ist es zu viel Belastung, ist es zu wenig Belastung, dann sollte man das anpassen. Und für mein Empfinden, meiner Erfahrung nach, sind mindestens 6 Wochen Wiedereingliederungsdauer mit 2 Stufen darin empfehlenswert. Je länger die Ausfallzeit war, umso länger wird man sicherlich die stufenweise Wiedereingliederung gestalten. Also das heißt, nach 6 Wochen würde man in diesem Idealfall dann wieder voll arbeiten. Und die beiden Stufen in den 6 Wochen, wie sehen die dann aus? Sie sagten schon, natürlich etwas individuell. Es kommt vermutlich auch auf die Branche an und auf den konkreten Beruf. Aber fängt man dann mit 2 Stunden an und am nächsten Tag 3? Oder wie stellt man sich das vor? Ja, das ist eine super Frage. Fast alle haben erstmal die Stunden vor Augen. Ja. Und wenn ich da jetzt eine Antwort drauf geben müsste, ja, wir machen 6 Wochen, dann machen wir erstmal 2 Wochen 3 Stunden, dann machen wir 2 Wochen 5 Stunden, machen wir 2 Wochen 7 Stunden. Wir dürfen nie auf die volle Zeit kommen bei so einer stufenweisen Wiedereingliederung mit der Belastung. Dann hätte ich eine sehr pauschale Antwort gegeben. Was ganz wichtig ist zu berücksichtigen, man kann ja Belastung nicht nur in Zeit messen, sondern auch in der Qualität. Das heißt, ich muss und darf auch ganz explizit schauen, was kann man denn eigentlich an den Arbeitsinhalten noch anpassen? Hm. Ein Fall, von dem ich auch ein bisschen berichten darf, klingt banal, aber es war ein 6-köpfiges Team in der Disposition. Und da gab es einen E-Mail-Account für das Team und einen Telefonanschluss für das Team. Und das war für mal logistische Notfälle da. Und mit dem Rückkehrer haben wir besprochen, der geht erstmal nicht ans Telefon, sondern der beantwortet erstmal nur die E-Mails, weil natürlich am Telefon sofort direkter Mensch-zu-Mensch-Kontakt ist und das viel schwieriger ist, sich abzugrenzen oder sich rückzuversichern. Ja, okay. Und so ist keine Idee zu klein. Also man darf alles bedenken, was hilfreich sein kann in der stufenweisen Wiedereingliederung, natürlich auch im betrieblichen Eingliederungsmanagement. Und da muss man sagen, die stufenweise Wiedereingliederung ist ein ganz konkreter Schritt, der eigentlich erst dann ergriffen werden kann, wenn man vorher schon mit dem Arbeitgeber gut besprochen hat, sofern das möglich ist, was noch alles getan werden könnte. Ja, was sind denn so die häufigsten Fehler, vielleicht von beiden Seiten? Also Fehler des, sagen wir, Betroffenen, der vielleicht zu viel will, Fragezeichen, oder auch die Vorgesetzten, die zu viel erwarten? Die häufigsten Fehler sind ein zu später Beginn, sich mit der Arbeitsthematik auseinanderzusetzen. Das hatten wir am Anfang schon. Genau. Plötzlich pressiert es und dann kommt es zu so einer Art Übersprungshandlung. Und dann sagt man so, jetzt war ich schon so lange krank, jetzt will ich aber schnell wieder anfangen. Und es ist nicht gut vorbesprochen. Ja. Gleichzeitig braucht man aber auch eine gewisse Geduld, um dann während der Wiedereingliederung auch den Mut zu haben, die gegebenenfalls zu verlängern. Also wenn ich einen Plan habe, der erstmal auf 6 Wochen angelegt ist, heißt es noch lange nicht, dass das dabei bleiben muss, sondern in Absprache mit dem Arbeitgeber und ganz wichtig mit dem behandelnden Arzt, idealerweise ist der Betriebsarzt vielleicht auch noch beteiligt, darf ich den Plan anpassen. Wie ist denn das Verständnis auch der Firmen, der Arbeitgeber? Wie ist Ihre Erfahrung, wenn es um jemanden geht, der eben schon sehr lange, teilweise ja Monate ausfiel? Wie groß ist die Bereitschaft zu sagen, wir machen das so gut wie möglich, also jenseits der quasi gesetzlichen Vorgaben? Oder ist es auch so, dass Sie spüren, jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt war der so lange weg und psychische Erkrankung ist immer noch anders als eine andere sozusagen medizinische Diagnose. Das gibt es beides. Allerdings sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben, überwiegend positiv. Mhm. Sprich, die meisten Arbeitgeber
sind schon bereit, sich darauf einzustellen, dass jemand schrittweise zurückkommt. Mitunter ist es so, dass sie im Gespräch noch etwas überzeugt werden können, indem man sagt, wenn wir jetzt nochmal 6 Wochen uns Zeit nehmen oder 8 Wochen oder 12 Wochen, dann ist die Rückkehr hoffentlich etwas nachhaltiger. Zumal man auch sagen muss, der Arbeitgeber hat keine Kosten davon, wenn er eine stufenweise Wiedereingliederung ermöglicht. Der Betroffene bekommt weiter Krankengeld bzw. andere Zahlungen. Sind Sie gegebenenfalls bei einem solchen Gespräch mit dem Arbeitgeber auch dabei oder macht das der Betroffene immer ganz alleine? Ich bin auch schon bei solchen Gesprächen dabei. Das ist durchaus möglich. Das bedarf natürlich einer großen Rollenklärung, sich da nicht sozusagen irgendwie auf eine Seite zu schlagen, sag ich mal. Der Grundsatz ist, dass wir neutral bleiben wollen und auch sollen. Das ist ganz selbstverständlich und wir können natürlich auch nicht, ich sage immer so, kein BEM auf Krankenkassenkosten anbieten. Ich kann nicht in einen Betrieb gehen, weil ich einen Patienten begleite, der eigentlich eine behandlungsbedürftige Erkrankung hat und der Arbeitgeber profitiert davon. Also es geht mir viel drum, dann auch mit jemandem in die betrieblichen Strukturen zu gelangen, sodass dann möglichst gut jemand sich alleine behaupten kann. Was sind denn die häufigsten Sorgen tatsächlich der Betroffenen, der Patienten, bevor sie dann tatsächlich wieder einsteigen? Vermutlich schlafen die meisten ja schlecht in der Nacht, bevor es wieder losgeht. Ja, man kann eigentlich sagen, wenn es eine Panikattacke gibt, dann ist sie auf dem Weg zum ersten Rückkehrgespräch. Deswegen ist da auch die Begleitung häufig ziemlich hilfreich. Die schlafen mehrere Nächte schlecht, es sind große Sorgen und Nöte da. Es gibt eine große Angst vor Stigmatisierung. Das heißt, die große Sorge, wie habe ich mich gezeigt, wie habe ich mich verhalten? Ich hatte das mit der Prodromalphase schon gesagt. Vielleicht hat sich mein eigenes Verhalten aufgrund der Depression auch schon ein halbes Jahr vorher etwas verändert und es ist zu vermehrten Konflikten gekommen. Und es gab nicht den einen großen Knall plötzlich, sondern es war so ein schleichender Beginn. Und da ist natürlich die Angst, wie begegnen mir die Kollegen, wie begegnen mir die Vorgesetzten und kann ich schon wieder meine Arbeit machen? Was raten Sie denn den Vorgesetzten oder vielleicht auch den Kollegen auf gleicher Ebene? Wie können die unterstützen, wenn jemand zurückkommt? Das offene Gespräch suchen, auch zu klären, wie wollen wir über bestimmte Themen sprechen. Je konfliktbehafteter so ein Ausfall dann war, umso eher wird man sich sicherlich auch damit beschäftigen müssen, wie begegne ich das erste Mal wieder den Kollegen. Und da gibt es auch alles, von großer Besorgnis bis hin zu, Mensch, jetzt hast du doch mal ein halbes Jahr Erholungszeit, jetzt muss doch alles wieder gut sein. Genau. Und Erholungszeit war es ja nun nicht. Überhaupt nicht. Es war ja eine Erkrankung oder ist es ja immer noch. Ja. Und da bedarf es Fingerspitzengefühl. Und das ist auch das, was in den Beratungsgesprächen dann immer ein großes Thema ist, nämlich zu schauen, wie möchte ich wirklich den Kontakt erstmal zum Vorgesetzten aufnehmen oder möchte ich zu dem vielleicht gerade gar keinen Kontakt aufnehmen. Auch das, deswegen ist BEM manchmal sehr wichtig, kann durchaus mal da sein, dass ein Konflikt mit dem Vorgesetzten das Hauptproblem ist. Da muss man natürlich schauen, wann und wie ist der richtige Zeitpunkt, das zu besprechen. Und sprechen Sie mit den Betroffenen auch über die 6 Wochen hinaus, denn es ist ja ein Krankheitsbild, das ist ja nicht plötzlich weg. Es ist ja nicht eine plötzliche Heilung da, sondern es werden ja vielleicht Themen immer wieder kommen und bestimmte Ängste immer wieder ausgelöst werden. Begleiten Sie weiter oder wer betreut dann die Menschen weiter? Das ist erstmal Bestandteil des Beratungsgesprächs. Das kommt natürlich darauf an, wie ein Patient dann weiter angebunden ist, nennen wir das immer. Also ist er in unserer psychiatrischen Institutsambulanz vielleicht noch weiterhin und hat Termine. Grundsätzlich kann so ein Patient auch über eine Heilmittelverordnung für Ergotherapie noch Beratungsgespräche bekommen. Wenn der sich aber entscheidet, das mit dem niedergelassenen Psychotherapeuten zum Beispiel zu besprechen oder seinem Psychiater, Hausarzt, dann ist es natürlich auch völlig in Ordnung. Manchmal bekomme ich dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal so eine kurze Rückmeldung, wie es gerade gelaufen ist, oder es ist nochmal so eine Frage irgendwie, die aufkommt, dass man da noch einmal kurz im Austausch ist. Also da ist auch vieles möglich und nicht selten gibt es mittlerweile ja auch, gerade wenn es größere Unternehmen sind, gibt es ja auch betriebliche Strukturen, die da sehr gut unterstützen können. Also EAP-Programme, Employee Assistance Programs, die zum Beispiel psychosoziale Sprechstunden anbieten oder Krisengespräche anbieten. Das wird auch mal ein bisschen unterschiedlich genannt. Mitunter sind Betriebsräte, Schwerbehindertenbeauftragte Ansprechpartner und auch BEM-Beauftragte, wenn es die gibt. Die dürfen durchaus auch schon arbeiten mit jemandem aus dem Unternehmen, wenn der nicht ausgefallen ist. Das heißt, da hat sich durchaus viel getan in den vergangenen, sagen wir mal, 10 Jahren, oder nicht? Ja, da hat sich sehr viel getan in den vergangenen 10 Jahren. Ne? Also früher war das sicherlich stärker stigmatisiert und man wusste nicht so, wo findet man Hilfe? Ja, zum einen das, man wusste nicht, wo findet man Hilfe. Man hat
möglicherweise als Betroffener auch nicht so bewusst hingeguckt, was für Hilfe wird eigentlich angeboten. Mhm. Und wenn ein Arbeitgeber das schafft, so ein gewisses Misstrauen abzubauen, dann ist das durchaus auch hilfreich. Wie ist denn, wenn man das so sagen kann, Ihre Erfolgsbilanz, falls man das sagen kann? Können Sie sehen, wann klappt so eine Wiedereingliederung besonders gut und in wie vielen Fällen? In wie vielen Fällen das besonders gut klappt, das ist schwer zu sagen, weil wir natürlich auch so eine gewisse Unabgeschlossenheit haben in Prozessen. Es gibt ja auch eine Rückfallgefahr bei Erkrankungen und jetzt gibt es mit unserer Studie, die erste Studie, die auch mal so 18 Monate nach Behandlungsabschluss noch mit eingeschlossen hat. Also da werden wir im Herbst diesen Jahres die konkreten Ergebnisse erstmal zu haben. Aber wenn wir jetzt gucken, wann klappt eine Rückkehr besonders gut? Die klappt besonders gut, wenn es früher schon mal besonders gut geklappt hat im Unternehmen. Also wenn es gute Zeiten gab, eine hohe ausgeprägte Arbeitsfähigkeit, dann funktioniert es gut. Was mitunter gefährlich ist, sind... Also wenn der Arbeitnehmer sehr gut integriert war, belastbarer Kollege, beliebter Kollege. Ganz wichtiger Faktor, beliebter Kollege. Und wenn es eine Unterstützung von Vorgesetzten und den Kollegen gibt. Also das ist ja immer was Wechselseitiges. Mhm. Mit der Sympathie. Also das sind sehr gute Vorhersagemerkmale. Schwierig sind mitunter Umstrukturierungen, die manchmal dazu führen, auch auslösende Krise zu sein, die manchmal dazu führen, dass jemand sich nach der Erkrankung auch noch völlig neu orientieren muss im Betrieb. Also da braucht man mitunter sehr viel Unterstützung. Klar, das ist ja dann ein doppelter Wiedereinstieg sozusagen. Korrekt, ne? Zwar die alte Firma, aber alles ist anders. Sie haben die Studie schon mehrfach angesprochen, deswegen wollen wir da nochmal kurz drauf schauen. Es ist nicht ganz selbstverständlich, dass so ein Behandlungsangebot überhaupt da ist und dass es dann auch noch wissenschaftlich begleitet wird, denn das ist so, Ihr Return-to-Work-Angebot. Wie funktioniert diese Studie? Ein bisschen was haben Sie schon gesagt und was sind die ersten Erkenntnisse daraus? Ich hole mal so ein bisschen weiter aus, um nochmal zu sagen, es ist unser ehemaliger Chefarzt, hat sehr gut mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zusammengearbeitet, sodass nicht nur bei uns, aber auch am Standort Asklepios Klinikum Harburg mehrere Patientenbefragungen durchgeführt wurden, um aus Sicht der Patienten festzustellen, was sind eigentlich gute Rückkehrbedingungen an den Arbeitsplatz nach psychischer Erkrankung. Da gibt es auch mittlerweile viele Veröffentlichungen zu. Und was wir uns dann vorgenommen haben, ist mit der BAUA, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, als Ausgangsbasis, als beforschendes Institut, zu schauen, wie können wir eigentlich in einem klinischen Setting möglichst gut jemanden so behandeln, dass eine nachhaltige Rückkehr stattfindet. Und das ist eine Studie, die ist auf 4 Jahre angelegt. Ende diesen Jahres wird es vorbei sein. An der 5 Kliniken teilnehmen, 5 Klinikstandorte. Und wir haben ein Manual entwickelt. Aber nicht alle Asklepios. Nicht alle Asklepios, nein. Wir sind das einzige Asklepios-Haus tatsächlich. Und die Konsortialführung, also Hauptstelle dieser Forschung, ist die Medizinische Hochschule Hannover. Und wir haben ein Manual entwickelt mit einem Behandlungsprogramm, das bestand aus einer Informationsveranstaltung, wo alle Patienten eingeladen wurden, die ein Arbeitsverhältnis haben, wo wir dann die Patienten rekrutiert haben, sagt man, also eingeladen haben, an der Studie teilzunehmen. Das war ungefähr 1/3 von denen, die wir gesehen haben, die sich dafür entschieden haben. Und dann wurden diese Patienten aufgeteilt. Also es ist eine sogenannte randomisierte Studie. Das heißt, wir haben eine Kontrollgruppe, die eine Behandlung as usual bekommt, also wie man früher behandelt hat quasi oder bis heute ja immer noch behandelt, in unserer psychiatrischen Institutsambulanz mit Psychologen und Arztgesprächen. Ambulante Psychotherapie, alles weiterhin möglich, so wie der Goldstandard ist. Und die Patienten, die wir eingeschlossen haben in die Studie, die bekommen zusätzlich, haben zusätzlich bekommen, wir sind jetzt ziemlich am Ende mit der Intervention, bis zu 8 Einzelgespräche und bis zu 9 Gruppensitzungen. Zusätzlich. Und Sie wussten aber, die Patienten sind zufällig ausgewählt für die Gruppe. Genau, die Patienten sind zufällig ausgewählt, die wussten dann natürlich irgendwann, wenn es ausgelost war, jetzt bin ich drin oder ich bin nicht drin. Das merkt man ja dann. Und wir haben das so angelegt, dass wir die Einzelbehandlung im ersten halben Jahr nach Studieneinschluss stattfinden haben lassen. Die Gruppenbehandlung mit 6 Sitzungen einmal im Monat auch im ersten halben Jahr plus optional noch 3 weitere Sitzungen im Anschluss daran. Und dann wurde übergeleitet in ein Online-Modul, was wir speziell zu diesem Thema entwickelt haben, mit einer Firma zusammen, die sich darauf spezialisiert hat, so E-Health-Programme anzuwenden, wo wir auch die Möglichkeit haben, Videotelefonie zu machen mit den Patienten. Die füllen da
ihre Aufgaben sozusagen aus, kriegen nochmal alle Informationen, die sie in Einzel- und Gruppe bekommen haben, aufbereitet, zur Verfügung gestellt. Und das können die bis zu 12 Monate nutzen. Und dann sind wir ganz schnell bei den 18 Monaten nach Aufnahme in die Studie. Das war immer ungefähr ab Entlassung aus der stationären oder teilstationären Behandlung. Okay, und lassen Sie mich raten, die ersten Ergebnisse legen nahe, dass die, die zusätzliche Einzel- und Gruppengespräche hatten, sich leichter tun, wieder einzusteigen. Da kann ich Ihnen tatsächlich noch nicht so viel zu sagen. Wir gehen davon aus, was wir sagen können, die sind recht zufrieden, die Patienten, mit den Einzel- und Gruppengesprächen. Ungefähr 70% gehen da immer so von aus, dass es sehr gut war oder gut war, Sachen zu besprechen und dass sie ihre Themen auch besprechen konnten, die arbeitsplatzbezogen sind. Was den anderen womöglich eher fehlt, weil sie doch eher medizinisch gesehen werden? Na, die werden, sagen wir, medizinisch, psychologisch, psychotherapeutisch gesehen. Ja. Und das liegt natürlich nicht in unserer Hand, ob das Thema Arbeit dann auch in dieser Behandlung fokussiert wird oder nicht. Das liegt dann am Behandler wahrscheinlich natürlich im Moment auch. Genau. Ne, welchen Fokus er dann darauf legt. Insofern wahrscheinlich auch schwierig, immer zu differenzieren dann auch, was genau in diesen Gesprächen passiert. Ja, was in den Gesprächen passiert und was tatsächlich dann auch die Wirkung hat. Und das ist Aufgabe der Bauer, dann letztendlich das auch herauszuarbeiten. Die Zahl, dass wir hauptsächlich Menschen mit Depressionen behandelt haben, die kommt zum Beispiel daher. Männer und Frauen sind ungefähr gleichberechtigt beteiligt. Die meisten kommen aus Großunternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten. Je kleiner ein Unternehmen ist, umso weniger Menschen haben an der Studie teilgenommen. Es ist aber tatsächlich so, das ist meine Erfahrung von vor der Studie, also ich mache eine Sprechstunde zu Arbeit und Beruf schon seit 2013 im AK Harburg, und dass Menschen aus kleinen Unternehmen entweder ohnehin ein sehr unterstützendes System am Arbeitsplatz vorfinden, wo der Chef auch mal den Arm um die Schulter legt und sagt, was ist los, Junge? Nicht so anonym. Es ist nicht so anonym und die haben häufig auch ein sehr gutes Gespür für ihre Beschäftigten. Ja. Krankenstände sind übrigens auch eher gering in kleineren Unternehmen. Oder es ist da einfach so ein ausgeprägter Konflikt, dass es gar nicht an den Arbeitsplatz zurückgeht. Okay, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Vielleicht nochmal ganz zum Schluss zu Ihnen persönlich, nachdem wir jetzt schon so viel über Ihren Beruf gesprochen haben. Warum sind Sie Ergotherapeut, sind Sie ja von Haus aus, warum sind Sie das geworden? Damals? Ja, wenn ich das jetzt noch so genau wüsste. Ach so, Also ich habe den Beruf auf verschiedene Art und Weisen dann immer mal kennengelernt. Ich fand das interessant, weil es ein sehr facettenreicher Beruf ist. Ich bin, glaube ich, auch nicht mehr der typische Ergotherapeut, wenn ich fast ausschließlich sprechend beratend tätig bin und mich ja auch noch weiter qualifiziert habe, zum Beispiel zum Disability Manager und auch eine systemische Beratungsausbildung gemacht habe, um da eben vorbereitet zu sein. Bin ich zu diesem Beruf gekommen, habe schnell festgestellt, ich finde Psychiatrie unheimlich spannend. Mhm. Ich mag dieses mit den Menschen zusammenarbeiten gerne und möchte immer versuchen, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, weil ich der Meinung bin, dass Psychiatrie einfach ganz schnell Eingang ins Leben haben kann. Eine psychische Erkrankung ist etwas, das niemand vor Gefahr hat und das ist kein Makel, sondern kann man nicht oft genug sagen. Sagen wir häufiger hier auch in diesem Podcast, aber es kann man nicht oft genug betonen. Leider häufig die Folge von Lebensumständen, die einen völlig unvorbereitet treffen. Und ich habe während der Ausbildung dann noch festgestellt, dass ich das Thema Arbeit auch so unglaublich interessant finde. Die Entwicklung der Arbeitswelt. Ergotherapeuten hießen ja früher auch schon mal Beschäftigungstherapeuten, das ist zum Glück lange her. Dann hießen sie zwischendurch Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten. Und das ist dann kurz bevor ich die Ausbildung gemacht habe, abgeschafft worden. Okay. So alt bin ich schon. Und die Arbeitstherapie hat mich aber immer fasziniert. Und das am Anfang, ist dann Ihr Fokus geworden. Das ist mein Fokus geworden. Und am Anfang habe ich sehr viel, ich nenne es mal so ein bisschen typische, klassische Arbeitstherapie gemacht. Das heißt ein Arbeitstraining in bisschen laborähnlichen Bedingungen. Mhm. Bürotraining heißt sowas klassischerweise, wo Menschen mit psychischen Erkrankungen erstmal wieder wirklich ausprobieren, wie sind denn meine Arbeitsfähigkeiten und was brauche ich denn eigentlich, damit ich mich wieder sicher genug fühle, um mir einen Job zu suchen oder zum Beispiel in eine berufliche Reha-Maßnahme zu gehen. Ja, und dann kam der Wechsel mal zum AK Harburg ich hatte es einmal angedeutet, so diese Kooperation, die es immer schon gab. Genau. Und dann habe ich mich mehr und mehr spezialisiert, tatsächlich auch in dem Bereich, wo Menschen noch in einem Arbeitsverhältnis sind, weil ich das einfach wahnsinnig wichtig finde, da auch zu versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass jemand gar nicht erst in die Arbeitslosigkeit gerät. Jetzt haben wir naturgemäß ganz viel über Arbeit gesprochen, das war ja auch das Thema, aber was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten? Was tun Sie? Wie entspannen Sie jenseits Ihrer Arbeitswelt? Ich beschäftige mich viel mit meiner Tochter und dem Garten. Ja, ich spiele viel. Zwei schöne Dinge, ja. Ja, und ich bin Jäger. Aha, okay, das heißt, Sie wohnen in der Natur, liegt dann nah. Ich wohne nah an der Natur und habe glücklicherweise auch einen kurzen Weg in ein Jagdrevier mit guten Freunden zusammen,
Und das, sehr wohlfühle und das ist ein ganz großer Ausgleich für mich. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren, dass Sie so klar und verständlich nochmal aufgeklärt haben über das Thema Wiedereinstieg, wie er gelingen kann nach längerer Krankheitsphase. Ich hoffe, Sie konnten auch was mitnehmen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.